Trip. Tja. Also ich glaube, bei ihm muss ich irgendwie noch weitere Tauschquests machen, dass ich ihm helfen kann. Und vermutlich werde ich erst, wenn ich ihm helfen kann, der Meerjungfrau helfen können. Sprich, ich muss irgendwo das Haus finden, wo dieser alte Typ war, der Angebeteten irgendwie einen Brief schreiben wollte und deswegen auch noch Blumen beilegen wollte. Irgendwo war dieser Typ und ich weiß nicht mehr wo. Lou spoilert mich gerade. Nicht cool. Hast du schon vom fliegenden Gockel gehört, der früher im Möwendorf gelebt haben soll? Ob an dieser Geschichte wohl was dran ist? Ach, das war doch irgendwas mit dieser Hühnerstatue oder sowas. War da nicht was oder war das in einem anderen Seitenteil? So, jetzt, ich vermisse die kleine Marin so sehr und ihr Lied. Ich dachte, die steht da unten. Stimmt, ich bin Krokodilius, die nächste Statue in der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Das weißt du doch gar nicht. Hau ab, danke. Letzte Nacht habe ich mich in den Traum einer Karotte verwandelt. Junge, das war echt übel. Das geht. Ah, da! Oh, wie entzückend von dir. Du kannst dir einen Hibiskus... du hast mir einen Hibiskus mitgebracht, Alter. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Nein. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand von Zauberwald, bitte. Oh, leck mich doch. Das ist die andere Seite der Welt. Du hast deinen Hibiskus gegen einen Brief der Ziege ausgetauscht. Ich fass es nicht. Oh, Moment. Das machen wir uns jetzt wesentlich einfacher. So, ab zum Teleporter. Da habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock drauf. Schwupps, okay, und jetzt ab zum Zauberwald. Komme ich da irgendwie auch anders hin als durch den Zauberwald? Ich weiß es nicht. Sogar möglich, dass ich überhaupt nicht durch den Zauberwald dahin komme. Keine Ahnung. Ah, gut. Okay, dann probiere ich noch gerade was mit dieser Statue aus. Hier, da. Hier ruht der fliegende Gockel. Genau, da war doch irgendwas. Kann ich das heben? Hallo, ich will das nicht Okay, ich darf das nicht. Okay, so geht's nicht. So auch nicht. Oh, diese Flöte geht mir so auf den Keks. Gut, geht doch nix. Hat der Laden eigentlich mittlerweile wieder was Neues? Kann man ja mal gucken. Teurer wird's eh nicht mehr. Nope. Wir haben alle Items gekauft, die es bei ihm zu kaufen gibt. Jedenfalls die wichtigen. Und damit sind wir voll und ganz ausgerüstet. Jetzt gibt es wahrscheinlich nur noch zwei Dungeon-Items und dann wird es sowieso quasi Richtung... Also dann kommt das Ende. Und noch ein besseres Schwert eventuell, wenn wir das hinkriegen. So, und jetzt geht's durch den Zauberwald. Hier waren wir ja auch schon ewig nicht mehr. Gucken, ob ich den Weg jetzt hinkriege. Naja gut, zumindest ist ja dieses Geheimnis hier weg, dass man immer wieder im Kreis läuft. So, ist das hier schon Dr. Wrights Haus? Ja, ist es. Gut. Ich wäre dann auch ohne Zauberwald hingekommen. Aber egal. Bitteschön. Was ist das? Ein Brief für mich? Oh, das ist ja toll. Und zieh doch mit einem Foto. Das kann nicht sein. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir dringend was für deine Mühe geben. Moment, dieser Besen ist alles, was ich habe. Okay? Okay. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright einen Besen bekommen. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht.
Ja, wenn ich wüsste, was zur Hölle ich mit einem Besen anfangen soll. Was soll ich denn mit einem Besen? Soll ich denn der Hexe unten geben, die mir immer die komischen Magietränke braut oder was? Ich hab Besen. Naja, gut. Nee, scheiße, ich muss wahrscheinlich die Tauschquests machen, damit ich bis zu einem Angelhaken komme. Ich kann da jetzt nicht drauf scheißen. Was mache ich denn mit einem Besen? Okay, Lou hat mich gerade darauf hingewiesen, Ulrichas Mann. Warum das denn? Aber er macht doch gar nichts. Der sitzt doch nur im Haus und telefoniert. Warum wird er denn jetzt plötzlich ein Besen? Hat er das jemals erwähnt? So, okay, wir haben noch eine Zaubermuschel gefunden. Wird natürlich immer noch nicht reichen. Jetzt brauche ich nicht wieder hinzulatschen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir alle Zaubermuscheln bekommen, ganz ehrlich. Einfach weil wahrscheinlich irgendwo welche versteckt sind, die ich nicht gesehen habe und an die ich jetzt so einfach nicht mehr dran komme. Ich glaube, das wird so einfach nichts. So, Ulrichas Mann, probieren wir es. Bitteschön. Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich von draußen anrufen? Ne, das war doch klar. Der macht ja auch nicht sauber. Der macht ja. Hat nie was von. Es hat keine Sau was von Besen erwähnt. Jedenfalls könnte ich mich nicht dran erinnern. Sag doch nochmal was. Meine Frau ging ins Zoodorf und lieh mich allein. Aha. Sag ihr bitte, da sie so bald wie möglich nach Hause kommen soll. Alter, tschüss. What the fuck? Was war denn das? Ich dachte am Anfang, wow, Schreibfehler. Aber drei Schreibfehler? Offensichtliche Schreibfehler? Das kann ja wohl nicht sein. Nun gut, zurück zum Zoodorf. Seht ihr, ohne die Teleporter hier wären wir noch. Das wäre doch. Das ist doch gestört. So, Zoodorf, los geht's. Ich weiß auch, wo sie ist. Ich habe sie eben schon mal gesehen und dachte mir schon, was macht denn hier ein Mensch im Zoodorf? Nämlich hier. Oh, ein neuer Besen für mich. Ist es doch. Er ist doch für mich, oder? Klar, bitteschön. Danke, ich gebe dir für den Angelhaken, den ich beim Kehren im Fluss gefunden habe. Ah, du hast den Angelhaken, jawohl. So, jetzt. Jetzt muss ich irgendwie wieder zum Angler finden. Ey. So, also ich glaube, hier bin ich gar nicht mal so falsch. Auf, schneller. So, da ist die nächste. Hier ist der Teil. Ah, genau, okay, dann bin ich richtig. Ab schnell zum Angler, geben dem den Angelhaken und dann kriegen wir von dem vielleicht eine Perlenkette. Die geben wir der Nymphentussi da und dann haben wir irgendwas geschafft. Naja. Bitteschön. Oh, das ist doch nicht etwa ein Angelhaken, was du da in der Hand hast. Okay. Du solltest du ihn mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Ja, hier, bitteschön. Sperr deine Augen auf und sieh genau hin. Wow, welch ein Riesenbrocken. Aus dem Angelhaken wurde eine Perlenkette. So ein Glück. Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Deal. So, jetzt können wir damit wieder zurück. Wupp. Bitteschön. Da ist ja meine Perlenkette. Hey, gib sie mir zurück. Ich geb dir auch eine Schippe von mir. Ja, bitteschön. Versprich mir, dass du nur eine Schippe nimmst. Aua, nur eine. Du hast der Nächste die Perlenkette gegeben und dafür eine Schippe erhalten. Was machst du damit? Das ist eine äußerst gute Frage. Was zur Hölle soll ich mit einer Schuppe anfangen? Naja, also das Einzige, was mir einfällt, ich gehe jetzt einfach mal zu dem Typen Zoodorf, der ja eine Nixe gebastelt hat als Büste und die ist noch nicht fertig. Vielleicht bringt das mir irgendwas. Vielleicht kann ich ihm die Büste dann geben. Die Schuppe dann geben für die Büste. So.
Ist ja keine Büste, ist eine Statue. So, bitteschön. Hallo. 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 Ist das die Schuppe einer Nixe? Jawohl. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss erst dieses Bild beenden. Vollende bitte du die Statue. Ist das die Schuppe? Was? Wie soll ich denn die Statue beenden? Ich weiß nicht mal, wie man da hinkommt. Da ist nämlich kein Weg hin. Die steht einfach nur irgendwo drauf und das war's dann. Aua. Ja, natürlich. Du musst natürlich exakt auf der blöden Arschloch. So. Ja, da ist die Eule. Irgendwie muss ich jetzt um die Bäume hier rum. Ah, okay. Enterhaken. Zack. Was war das denn? Zack. Und jetzt bin ich bei der... Jawohl. Okay. Zack, zack, zack. Du hast die fehlende Schuppe in die nächste Statue gesteckt. Natürlich, das hat er so geplant. Und da liegt ein Dingenskirchens. Weg damit, weg damit. Doch hierüber, weg damit. Weg damit und weg damit. Oh, Herz nehme ich mit. Brauche ich zwar nicht, aber nimm mit. Und wir haben einen Spiegel. Die Lupe. Eine Lupe. Okay. Jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Ah! Den Arsch offen, wo kommen die alle her? Wie macht man die kaputt? So wie immer. Na, nicht so wie immer. Gut, dann leck mich. Oder kann man die mit dem Drehschlag machen? Ah, mit dem Drehschlag kann man so machen. Gut, okay, danke an irgendwen, der mir das mal geschrieben hat. So. Schwupps. Ha. Zu spät. Aua. Schadenfreude, das ist einfach nicht so mein Ding. So. So, hast du noch was zu sagen jetzt? Interessierst du dich neuerdings für Musik? Dann solltest du in den Froschwart im Schilderwald besuchen. Ja, ich weiß das doch. Den suche ich doch schon seit Stunden. Deswegen komme ich ja ständig an neue Quests. Ich finde diesen scheiß Schilderwald nicht. Ist doch zum Kotzen. Ja, Südwesten, sagt Lou. Ich war schon im Südwesten. Ich war schon überall auf der Karte. Ich finde ihn einfach nicht. Irgendwie laufe ich ständig da vorbei. Ja, komm, geh hoch jetzt. So, wo ist denn hier meine... Ich höre dich nicht, Lou. Du redest die ganze Zeit, aber ich höre nur, dass du redest. Kopfhörer. So, okay. Also, hier ist die Höhle. Dann kommen wir nach oben. Quatsch. Komme nicht nach oben, sondern ich komme hier unten durch. Schwupps, 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 schwupps. Leckt mich alle am Arsch. So, und dann sind wir hier. Sind wir hier und hier und dann. Nee. Bin ich falsch. Wo ist denn, wo bin ich denn? Zwergenbucht. Strand. Ja, was denn? Schicksalsacker. Schilderwald, da ist der Schilderwald. Ja, Arschlecken, ich muss wieder nach oben. Also. Wie komme ich denn dann? Diese Pilze, ne? Das ist der größte Scheiß. Fliegende Gegner bei Zelda. Bullshit. Irgendwie muss ich da hoch, ich weiß nicht mehr wie. Ja, da geht's auch nicht rüber. Och Mann. Ey, das ist so zum Brechen, wenn man... Autsch. Wenn man schon da war und dann einfach nicht mehr hinfindet. Nee, das ist doch... Ich lauf doch hier völlig falsch. Wo bin ich denn gerade? Da hinten muss ich hin. Das ist doch...